Hallihallo, ihr Lieben, da bin ich wieder, eure Biggie. Ja, und ich mach mal wieder ein Recycling. Und zwar war ich bei meiner Freundin und meine Freundin hat tapeziert und hatte hier Reste Tapete über und ich habe dann gefragt, ob ich da was von haben kann und sie hat mir gleich die ganze Rolle mitgegeben, den ganzen Rest. Also ich glaube, so viel werde ich auch nicht brauchen, aber mal gucken. Ich kann ja immer noch den Rest wiedergeben. Ich habe mich dann auf jeden Fall da mal hingesetzt und habe gesagt, okay, ich bastel mal ein paar Karten daraus. Sie hat mir auch noch eine zweite Tapete mitgegeben, aber die habe ich jetzt noch nicht verwertet. Ich zeige euch jetzt mal, was ich daraus gemacht habe. Das ist einmal diese Karte. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Da ist wieder so ein Action-Wobble drauf. Steht drauf, auf dich Geburtstagskind. Das war die erste. Dann habe ich gemacht diese Karte. Ganz einfach nur die Tapete ein Stück rausgeschnitten und hier an diesen Blütenständen Perlchen hingeklebt. Mit dem Spruch, fabelhaft in jedem Alter. Ich hatte vorher hier so eine graue Mattierung, eine, so wie hier auch. Da hatte ich einen Spruch vorher hier drunter drauf gedruckt, gleich auf diesem Glänzen von der Tapete, aber der ist leider verwischt und von daher musste ich das dann jetzt so ändern. Aber ich finde, das sieht trotzdem noch gut aus. Und dann noch diese Karte. Heute ist dein Tag. Ja, und da hier ja nun wirklich keine Blütenpollen waren, habe ich einfach mal, hier ist so eine, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, so eine Strukturrille von der Tapete. Und dann habe ich dann in gleichmäßigen Abständen da ein paar Glitzersteinchen draufgeklebt. So, und dann habe ich mir noch eine vierte Karte überlegt und die möchte ich jetzt mit euch zusammenbasteln. Dafür lege ich die jetzt erstmal etwas nach oben. Wir haben wieder unsere Glitzersteinchen. Mein Falzbein. Ich habe mir den Spruch ausgesucht, zum Geburtstag viel Glück. Da habe ich auch gleich schon so ein Stück Formtape drunter gemacht, weil ich es etwas erhaben setzen möchte. Ein zweites, ja, Banner. Warum habe ich immer Stück auf? Ehrlich, grausam. Was ich halt zur Mattung darunter legen möchte. Ich habe eine Karte in den Maßen. Na, so ist es richtig. 10,5 mal 29 gefalzt bei 14,5. Ich möchte diese Karte auch im Querformat machen. Hier ist noch ein. War noch etwas nicht sauber abgeschnitten, seht ihr? Und das geht halt mit diesen Pfeilen echt ganz super. Gemattet wird, also das war 14,5 mal 10,5, gemattet wird mit hellgrau in 14 mal 10. Und der Aufleger ist dann 9,5 mal 13,5. Das werde ich jetzt erst schon mal so zusammenkleben und dann machen wir halt mit dem Spruch und dem Tag weiter. Wo ist mein Kleber? Da ist er. Jetzt erstmal alles zusammenfrummeln. Also solche Karten sind eigentlich ganz schnell gemacht. Das meiste ist eigentlich das Zuschneiden. Aber ich habe dann auch gleich, wie gesagt, zwei braune Cardstocks genommen und einen grauen für die Mattungen halt. Und ich habe nicht alle gemattet, das habt ihr ja bestimmt auch schon gesehen. So, Sekunde, jetzt muss ich mich eben etwas konzentrieren, dass es nicht ganz so schief wird. Ich kann das nämlich, ich bin der Spezialist drin. Ich weiß auch nicht warum. Und besonders vor der Kamera finde ich das immer noch schlimmer, als wenn ich es halt so mache. Ja.
Das sieht gut aus. Jetzt kommt die Tapete da drauf. Also wie gesagt, die Zuschneidearbeit war, glaube ich, die meiste Arbeit. Und man muss beim Zuschneiden der Tapete natürlich auch darauf achten, dass man immer eine Seite gerade lässt, damit das nicht alles krumm und schief wird, was man da zurechtschneidet. So, die kommt jetzt auch mit einem kleinen Rand versetzt hierauf. Klein. Die Betonung lag auf klein, oder? Moment, jetzt muss ich mir das mal eben in die Hand nehmen, sonst wird es gar nichts. So. Ja. Ich muss auch immer noch gucken, meine Gucci-Bäre ist hier eben wieder rumgetanzt. Dann habe ich auch immer gerne schwarze Haare dazwischen. Aber er hat heute mal wieder so einen anhänglichen... Ach, ich muss doch noch mehr. Also das muss ja auch noch aufgeklebt werden, diese Mattung. Weil ich wollte das nicht alles in 3D-Pads machen, dann wird die Karte ja sowieso schon viel zu groß. Und zu dick, um die überhaupt noch in ein Kuvert reinzukriegen. So. Das hatte ich gedacht, kommt hier unten. Das kann, glaube ich, auch noch 2 mm rüber. Damit man hier auch noch so einen leichten Rand hat. Heute will's nicht. Merkt ihr das? So. Dann kommt dieser Spruch. Den hatte ich ja schon gestempelt. Und auch schon, das ist, glaube ich, das Formtape von der Rolle. Vom Action oder vom Teddy. Das kann ich euch jetzt gerade gar nicht sagen. Also ist auf jeden Fall keine teure Ware. So, und der kommt jetzt auch noch gemittelt hier drauf. Und quasi ist die Karte ja damit schon fertig. Ich ziehe nochmal die Falz hier nach. So. Ja, und jetzt fehlen halt nur noch ein paar Schmucksteinchen. Und... Da ich hier ja jetzt auch nicht diese eine Rille habe, habe ich mir gedacht, setze ich die hier auf diesem braunen Stück Ast, was dazwischen ist. Dann immer mal so vereinzelt eins. Und noch eins da hinten. Jetzt überlege ich gerade, ob ich vielleicht hier unten drunter auch noch mal 3 setze. Ich glaube, das mache ich. Also. Drei im Abstand. Ja. Ah, da ist wieder ein Hundehaar. Super. Ja, das war es eigentlich auch schon. Und wie ihr seht, ist die Karte schon fertig. Und so kommen auch alte Tapeten, nein, neue Tapeten, aber zu wieder einer neuen Verwertung. Ich hoffe, mein kleiner Recycle-Tipp hat euch gefallen. Das sind die Karten, die jetzt daraus entstanden sind. Das werden natürlich noch mehr, weil, wie ihr gesehen habt, ist die Rolle riesig. Und ich finde, man kann es halt auch immer wieder anders und individuell verarbeiten. Man kann es im Querformat, man kann es hochkant machen, wie man gerade lustig ist und Laune hat. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Über ein Däumchen nach oben und ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Wer keins meiner Videos verpassen möchte, drückt bitte auf die Glocke.
Da könnt ihr das dann einstellen, dass ihr alle meine Videos sehen möchtet, dass ihr darüber benachrichtigt werden möchtet. Ja, und ansonsten bei Fragen, Tipps oder Anregungen, schreibt mir einfach einen Kommentar. Bis dann, eure Biggie. Ciao, ciao.